Herr Schneider braucht dringend seine Injektion. Und Herr Müller soll nicht über die Tabletten im Klo runterspülen. Ich kann auch ganz anders. Wir brauchen keine Tabletten und Injektionen. Wir brauchen etwas ganz anderes. Ja, wenn es so ist, Männer, dann weiß ich, wie ich euch helfen kann. Eieieiei, schau dir an. Unsere kleine Schwester, ja. Das nur mit dieser Figur. Hey. Geht da was? Figur, wie machst du das? Hey, da hast du es. Verlier's nicht. Krankenhaus und keine Disco. Ich glaub's doch wohl nicht. Was soll das hier? Wir wollten auch bloß unseren Spaß. Musik dient doch der Regeneration. Pappalapapp. Haben Sie immer noch Probleme mit der Wahrnehmung, Herr Müller, oder was? Also, wer war das? Wer ist dafür verantwortlich? Sie können mir doch nicht erzählen, dass Sie hier selber rumspringen und den Ghetto-Blaster geholt haben. Wer ist dafür verantwortlich? Raus mit der Sprache. Ja, die junge Schwesterschülerin, die war so nett und hat uns die Musik vorbeigebracht. Die hat es doch nur gut gemeint. Welche Schwesternschülerin? Wir kennen den Namen auch nicht. Tut uns leid. Ja, ist schon recht. Also, wer war das? Was ist denn da los? Schwester Lucy, wie sehen Sie denn aus? Was hat das mit dieser dämlichen Musik auf sich? Die Männer sind keine 20 mehr. Die sind krank. Mei, ich habe mich eben beim Mittagessen ein kurz bisschen bekleckert und wollte eben den Kittel auswaschen. Bitte was? Das war richtig knapp und Lucy kann von Glück sagen, wenn Schwester Hildegard ihr ihre Ausreden abnimmt. So ein Verhalten, noch dazu von einer Schwesternschülerin, ist definitiv ein Grund für eine Kündigung, vielleicht sogar für die Fristlose. Ich bin gespannt, ob Lucy trotzdem damit weitermacht. Und jetzt darf ich drum bitten, Abmarsch raus! Jetzt nehmen Sie sich den Ghetto-Blaster mit und jetzt geht's nach draußen. Und wenn ich das Ding noch einmal hier sehe, dann gibt's Ärger. Raus! Und Sie gehen alle ins Bett. Das ist doch keine Spaßveranstaltung hier mit Tanztee. So, Fräulein, und jetzt mal Tacheles. Noch so eine Aktion und Sie können Ihre Sachen packen. Sie sind noch in der Probezeit. Bitte was? Warum denn das denn? Ich sag Ihnen, was Sie tun sollen. Was war das eigentlich für eine dämliche Aktion vorhin? Ich wollte dem Patienten doch nur etwas Gutes tun. Und immerhin kotzt es mich sowieso an, dass ich immer nur das machen soll, was Sie mir auftragen. Ich bin doch nicht Ihr Pfiffi und bescheuert bin ich schon mal gar nicht. Soll ich Sie jetzt auch noch fragen, wie ich auf die Toilette gehen möchte? Schwester Lucy, Sie stehen so knapp am Abgrund. Haben Sie das verstanden? Ja. Gut, Ende der Diskussion. Das ist Ihre nächste Aufgabe, zu erledigen sofort. Diese Bettpfannen verteilen Sie auf der Station. Holen Sie danach wieder ab. Inklusive Reinigung. Haben Sie das verstanden? Aber... Denken Sie an meine Warnung. Ich habe Sie jetzt im Blick. Mir entgeht nichts. Noch so eine Aktion und das war's dann. Die Personalabteilung muss einen Scheißtag gehabt haben, Sie einzustellen. I can never get close to your sorrow. And I know you've been here on the shore. Was ziehst du eigentlich für heiße Unterwäsche an? Ist das nicht ein bisschen drüber für die Arbeit? Mann, ich fühle mich doch so wohl. Ey, soll ich jetzt im Oberdress hier auftauchen oder was? Um die Unterwäsche geht's ja auch nicht nur. Aber du hast dich auch total verändert. Du verheimlichst doch irgendwas. Auf einmal das ganze Geld für die neuen Designerklamotten. Und sogar dein Freund John hat mir geschrieben, ob ich weiß, was mit dir los ist. Warum schreibst du hinter meinen Rücken mit meinem Freund? Das ist mein Bier, nicht deins. Jetzt komm schon, wir sind alle befreundet und da schreibt man halt mal, wenn es einer Person schlechter geht oder wenn sie sich verändert. Kümmer dich doch um deinen eigenen Scheiß, ich weiß gar nicht, was dich das angeht. Ja, wir sind beste Freunde, da ist das doch normal. Mit mir ist überhaupt nichts los, mir geht's super, ich weiß gar nicht, was du überhaupt willst. Mein Gott, wir sind doch alle befreundet, jetzt mach nicht so ein Drama draus. Außerdem geht's ja um dich, wir machen uns Sorgen. Du verheimlichst doch irgendwas. Boah, ich hab keinen Bock mehr mit dir zu diskutieren. Langweil mich doch nicht.
kümmere dich um deinen Scheiß. Es ist durchaus verständlich, dass Jane sich um ihre Freundin sorgt. Und es war richtig, Lucy zu erzählen, dass John ihr geschrieben hat. Lucy sollte sich dringend überlegen, ob es das wert ist. Warum bist du eigentlich so aggro? Jetzt reg dich mal nicht so auf. Fängst du es auch schon an, wie die Oberschwester mich total zu bevormunden oder was? Das regt mich langsam auf. Ich bin doch kein kleines Kind. Ich bin doch nicht blöd. Hört doch auf damit. Ich hab Durst. Soll ich Ihnen was zum Trinken holen? Ich kann Sie nicht verstehen. Ob ich Ihnen was zum Trinken holen soll? Ich verstehe Sie leider nicht. Dieses Gespräch ist noch nicht beendet. Wir reden später weiter. Ja, ja. In Wirklichkeit höre ich gar nicht so schlecht. Das ist nur deswegen, damit ich das Gekeife von meiner Alten nicht immer höre. Ich habe so ein Gerücht gehört, dass es hier eine ganz geile Azubi gibt, die leidenschaftlich gern tanzt. Ja, das Gerücht könnte schon stimmen, aber ich tanze nicht für jedermann, nur für ganz besondere Männer. Würde das reichen? Lucy bewegt sich wirklich auf ganz dünnem Eis. Mit so einem Nebenverdienst verletzt sie auf jeden Fall ihre arbeitsvertraglichen Pflichten. Obendrein verletzt sie höchstwahrscheinlich auch noch die Hausordnung des Krankenhauses. Wenn das Ganze rauskommt, dann droht ihr der Verlust der Ausbildungsstelle. Und beim Arbeitslosengeld, da bekäme sie auch noch eine Sperre, weil sie für den Verlust des Ausbildungsplatzes selbst verantwortlich ist. Wir müssen nur aufpassen, dass die Oberschwester uns nicht erwischt. Die war gerade vor 2 Stunden, erst hat die kommt vor 4 Stunden nicht wieder. Ja, dann geh schon mal vor, dann komme ich gleich nach. Dann kümmere ich mich um dich. So, Süße, zeig mir, was du drauf hast, solange meine Chefin noch nicht da ist. Was machen Sie denn da schon wieder? Haben Sie wieder die Zimmer mit Musik beschallt? Kaum bin ich mal 5 Minuten im Labor? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Da war nur Staub auf dem ollen Ding. Den habe ich eben kurz weggemacht. Ich habe meine Augen und Ohren überall. Und sollte ich noch einmal mitkriegen, dass hier wieder Musik auf der Station ist, dann war es das gewesen mit Ihrem schönen Job. Schöner Job, dass ich nicht lache. Bei dem Hungerkalt? Ich kann mir auch nichts Schöneres vorstellen, als das zu tun, was Sie mir sagen. Wenn es Ihnen nicht passt, dann packen Sie doch Ihre Sachen und gehen. Ihr loses Mundwerk kann ich eh nicht mehr ertragen. Das hätten Sie wohl gern. Nee, ich beiß mich da durch. Ich werde mit dem Oberarzt über Sie reden. Mit dem Oberarzt? Was wollen Sie denn jetzt mit dem Oberarzt? Können Sie Ihre Sachen nicht alleine klären? Für Ihr loses Mundwerk allein kann Lucy definitiv nicht gefeuert werden. Allerdings stellt sich ihr Verhalten zusammengefasst so dar, dass sie nicht dazu bereit ist, den Anordnungen ihrer Vorgesetzten Folge zu leisten. Und das ist definitiv ein Grund für eine Abmahnung. Und bei 2 Abmahnungen, dann droht letztlich auch die fristlose Kündigung. Lucy, na endlich. Ja, entschuldigen Sie, ich... Ich erwarte von meinen Auszubildenden Professionalität und Pünktlichkeit. Gerade in der Probezeit. Auch von den heißen Azubinen? Meine Herren, wir sind hier immer noch ein Krankenhaus, ja? Die Akte von Herrn Schneider, bitte. Herr Schneider, wie ich sehe, sind Ihre Entzündungswerte nach der OP wie erwartet zurückgegangen. Das freut mich. Ja, das ist doch mal eine gute Nachricht. Finde ich auch, ja? Ja, allerdings ist meine OP erst übermorgen. Lucy, da sind ja zig falsche Blätter drin. Lucy, geben Sie mir mal bitte die Akte von Herrn Müller. Da sind ja auch lauter falsche Blätter drin von Frau Schadle. Ich kann ja nichts dafür, ich habe ja nur den Wagen hergeschoben. Was haben Sie denn gemacht? Lucy, das wird Konsequenzen und ein Nachspiel haben. Lucy, dein Verhalten ist völlig inakzeptabel. Du weißt doch, dass die Auszubildenden Patientenakten nur transportieren dürfen und nicht öffnen. Ich bin sicher, du hast damit zu tun. Und ich will jetzt auch keine Rechtfertigungen hören. Ich habe dir gesagt, es wird Konsequenzen haben. Und deswegen spreche ich dir jetzt eine Abmahnung aus. Bitte was? Das können Sie doch nicht machen. Ich werde auch Schwester Hildegard noch mal befragen. Vielleicht kann die ja was Positives berichten.
Bitte nein, das können Sie nicht machen. Die hat doch das Ganze eingefädelt. Die ist doch daran schuld. Ich glaube dir kein Wort. Vielleicht könnten wir das Ganze auch anders regeln. Lucy, was soll das? Ich wüsste da auch schon was. Lucy, bitte, was machst du da? Das ist sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Und mit dieser Aktion liefert Lucy dem Oberarzt ausreichend Gründe für eine fristlose Kündigung. Der könnte auf ihr Angebot natürlich auch eingehen. Das hätte aber zur Folge, dass er sich selbst in Schwierigkeiten bringt und sich gegenüber Lucy sogar erpressbar machen würde. Ich bin gespannt, wie die beiden aus dieser Nummer wieder herauskommen. Lucy, bitte, zieh deinen Kittel. Lucy, bitte. Lucy, wir sind doch hier nicht in einem. Wenn du dich so auch dem Patienten gegenüber verhältst, dann ist es kein Wunder, was in den Zimmern abgegangen ist vorhin. Ja, dass sich die Patienten so respektlos dir gegenüber verhalten und dir auch noch nachpfeifen. Wenn ich will, der hat schon. Die Patienten sind wenigstens cool und haben nicht so einen Stock im Arsch wie das andere Personal hier. Also, Lucy, jetzt reicht's. Ich kündige dir hiermit fristlos. Und ich erteile dir ab sofort Hausverbot. Ich werde nachher rausgehen, das Schreiben aufsetzen, es dir per Post zuschicken, per Einschreiben. Das können Sie nicht machen. Immerhin bespaße ich die Patienten hier, im Gegensatz zu den anderen Uschis. Und was soll ich denn dem Amt erzählen? Lucy, ich glaube, du hast absolut nichts von deinen Aufgaben verstanden. Und es ist mir auch egal, was du jetzt machst. Und es ist mir egal, was du dem Amt erzählst. Vielleicht hättest du mal dein Gehirn früher einschalten sollen, dann wäre das alles hier nicht passiert. Aber immer nur Fun, Fun, Fun im Kopf. Vielleicht hättest du mal das Wort Verantwortung googeln sollen. Ein Lexikon wirst du ja nicht kennen. Ich gebe dir jetzt 10 Minuten Zeit, deine Sachen zu packen und das Haus zu verlassen. Lucy, bitte geh jetzt. Warum muss denn heute alles schief laufen? In dieser Situation hat der Oberarzt sich absolut korrekt verhalten. Und er hat Lucy auch ganz zu Recht die fristlose Kündigung ausgesprochen. In der Sache mit den Akten hätte er ihrem Verdacht allerdings etwas genauer nachgehen können. Denn dort hatte sie ja letztlich überhaupt keine Schuld. Sie ist das Opfer einer Intrige geworden. Was wird das hier? Ihre Schicht ist noch nicht zu Ende? Die Bettpfannen sind noch nicht geleert? Jetzt halten Sie mal Ihre Fresse. Außerdem können Sie sich doch eh freuen, denn der Oberarzt hat mir gerade gekündigt, weil ich angeblich die Akten vertauscht hätte. Das ist ja mal eine gute Nachricht. Sie sind ja auch wirklich zu blöd für alles. Bestimmt haben Sie das doch eingefädelt, Sie blöde Bitch. Weil komischerweise wurden genau die Akten vertauscht, die Sie mir hinterhergetragen haben. Sie haben die Patientenakten von Zimmer 1 vergessen. Pass auf, dass ich dir keine klebe. Pass auf. Das ist Verleumdung, Mädel. Komm, schlag mich doch mal. Noch frech werden hier, oder was? Es ging ja schneller, als ich dachte. Hallo, kannst du mal stehen bleiben? Ey, geht's eigentlich noch? Bist du jetzt also eine Stations- und hast es sogar nötig, dich an den Oberarzt dran zu machen? Nur mal nebenbei, er ist Familienvater. Das geht ja schnell rum bei euch. Und nur weil du mit dem Hungerlohn hier zurechtkommst, musst du jetzt nicht auf Mutter Teresa spielen. Wahnsinn, wenn dein Freund John das doch nur wüsste, was du hier treibst. Außerdem hätte er was viel Besseres verdient. Du hattest ja wirklich Glück, dass er sich damals für dich entschieden hat und nicht für mich. Ach, daher weht der Wind. Stehst du also immer noch auf John? Hättest du mal nicht 15 Kilo zugenommen, er würde dich ja nicht mal mit der Kneifzange anfassen. Janes Interesse an John scheint tatsächlich über Freundschaft hinauszugehen. Die beiden Freundinnen sollten offen miteinander sprechen, ohne beleidigend zu werden. Bei den beiden liegt wohl einiges im Argen. Ich habe echt keine Lust mehr auf unsere Freundschaft. Von der besten Freundin würde ich mehr Rückhalt erwarten. Verschrumpel du doch in diesem Krankenhaus. Aber ich habe was Besseres verdient als diesen Job. Ach, und Fräulein, noch was. Wenn du John was davon erzählst, dann gnade dir Gott.